Ein herzliches Willkommen zu Watch Dogs 2. Ich hoffe, euch geht's gut. Wo ist mein geschmeidiges Auto? Okay, Scan abgeschlossen. Alle Systeme okay. Gehen wir wieder auf. Bleib mal weg da. Nee, ich bleib nicht da. Ich bleib hier, wo ich bin, mein Freund. So, unsere Aufgabe ist im oberen Bereich. Geh mal weg. Gegnerische Spieler. Hab ich ganz schlechte Erfahrung. Zielperson? Was interessiert's mich? Ich möchte hier hoch. In dieses Gebäude. Geht wohl nicht. Was für eine Dreckscheiße. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich glaube, hier ist auf Parkour-Style. Auf seriös. Mit meinem seriösen Anzug. Aber. Ja, hab's geschafft. Ich spreche mal mit ihm. Also Ruhe, meine geschmeidigen Freunde. Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Was ist mein Job? Musik rein. Würde ich ja gerne machen. Ne? Steht das Auto. Alles klar. Machen wir. Babum, badabang. Hier runter. Ich wollte irgendwas ansprechen, Leute. Ich hab's vergessen. Ah ja, jetzt weiß ich, wir sind eine kleine Diskussionsreihe, die euch nicht sehr interessieren. Aber es ist nur ein kleiner Teil von sehr vielen. Ihr wisst ja, das Jahr 2017. Und dieses Jahr habe ich damit Zeit verbracht, mir so ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Es wird noch das ganze Jahr gespart. Und dann gucke ich, wenn ich meinen Gaming-Bereich fertig habe, hatte ich vor, nächstes Jahr in den Bereich Kamera zu gehen und dann so ein bisschen Ereignisse selber zu erproben und im Bereich Vlogs genauer reinzuschauen. Dann wird das Ganze natürlich ein bisschen öffentlicher. Da gehe ich so mehr in die Details. Da kann man mich mehr erleben, was ich so mache am Tage. Ich möchte gerne so alles ein bisschen ausprobieren. So ein bisschen Hishi-Mishi-Mixi. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Natürlich erst, wenn die Gaming-Ecke von mir komplett fertig ist. Dann hatte ich auch vor, mit dieser Kamera, wenn ich die habe, einen kleinen Vlog zu machen, das so zu demonstrieren. So ein Video, wie nennt man das? Bereich der Vorstellung, wie ich so meinen Bereich aufgebaut habe. Ich muss mich da so ein bisschen konzentrieren hier. Ich würde das detaillierter eigentlich formulieren, aber es ist nicht so einfach. Da drüben haben wir ja noch einen. Wie sollen wir den erledigen? Das ist nicht so einfach. Der Typ ist nicht abzulenken. Wie kommen wir darüber? Das ist sehr schwer. Wir haben keine Leiter, wir haben gar nichts. Wir kommen hier auch nicht rein. Einzige Möglichkeit wäre, von hinten hineinzugehen, dann von hinten drüber zu klettern und ihn vielleicht von hinten einen auf die Mütze zu bekommen. Versuchen wir es. Hier ist schon mal gar nichts. Oh, Kollege. Du warst doch in meiner Ecke. Scheiße.
Ja, genau. Merkst du nicht, merkst du nicht. Ja, Mann. So. Den müssen wir noch irgendwie beschäftigen. Boah, meine Stimme ist voll am Abfacken. What the hell? Ja, Mann, heute richtig am Start. Nein? Nee? Oh, du siehst mich nicht. Oh, du siehst mich nicht. Nee, Mann. Der Typ hat dir nichts verloren. Nicht Eindringling! Ah, aufhören! Fick dich! Fick dich! Halt die Fresse! Du Stück Scheiße, Mann! Fick dich! Mann! Sorry. Sorry, Leute. Spontaner Ausraster. Ja. Jetzt auf ein neues. Vom Dach hinaus wieder runter zu klettern. Dieses Stück Scheiße hat mich gesehen, obwohl ich in der Ecke gesessen habe, man mich nicht sehen sollte. Aber trotzdem hat er nie das getan. Wow, voll auf einen Gangster getan. Ah. Wag es ja nicht, mein Freund. Boah, geh mal ins Fitnessstudio, Kollege. Guck mal, wie fett du bist. Meine Fresse, ne. Was hat er hier? Was? Bing, bing, bing. Hast du eine Waffe oder was? Bin so ein bisschen gereizt. Irgendwas nicht funktioniert bei mir. Dann bin ich hier so richtig auf Akrophase. Ey, bleib mal schön da, Bulle, du. Mit mir nicht, ne? Ja. Wo ist denn der Sabune? Ach, dieses Mädel, was mich so verarscht hat. Ey, Kollege. Erstens hast du viel Geld. Zweitens gehst du mir auf den Sack. Genau so. Vor unter der Nacht. So. Jetzt kommt diese geschmeidige Dame, die mir so gewaltig auf den Sack geht. Und bam. Wenn du das siehst, Mann, dann bist du echt genial. Ich möchte nichts tun, mein Freund. Ey, fick dich! Nein! Fick dich! Fick dich! Du Stück Scheiße, Mann! Ey, ich hab extra. Oh, man konnte es nicht stoppen. So eine Scheiße, Mann. Aktiv. System check. Super! Los geht's! Jetzt könnte mich mal am Arsch lecken. Bam, 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 Verfolgungsjagd oder sowas von. Kannst du sowas vom Arsch wecken? Die Gier nach Tempo in mir. So. War zu spät. Hm? Sollte auch so sammeln, Freund, ne? Sie sind nicht autorisiert, dieses Fahrzeug zu steuern. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Das programmieren wir runter. Das programmieren. Waa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 a
Entschuldigung. Ey, tu mal nicht so auf Gangster hier, Mann. Geh mir nicht auf den Sack, du, mit deinen gesammelten... Meine Nase. Ihr Gesicht ist zu dunkel für meine Sensoren. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Nein, natürlich nicht. Beleidigst du mich auch noch? Bleibt mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Eingeweide festhalten, Devon. Gemeinsam gehören die Straßen uns. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes KI-Auto. Er macht alles kaputt. Jemand muss ihn aufhalten. Ich zerstör mein eigenes Auto, du Vollidiot. Meine Nase juckt. Scheiße. Ja. Aber das... Oh, das ist so Meta. Oh, das Auto ist Schrott. Nee. Hast du nicht? Hier ist nichts. Irgendeine Spur von ihm? Oh shit. Nee. Sind alle weg. Ich gehe zur Garage. Bin unterwegs. Ich bin Devon von Devon und ich bin... Sie sind nicht Devon. Devon von Devon ist attraktiv und schneidig. Aha. Und Sie... Nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens Von Devon. Mann, im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Simsalabim. Wir sind da. Dieses Auto. Das Auto ist echt heiß. Ja, Mann. Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Hast du gehört? Nein. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es der hat hochentwickelt. Was? Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass Sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devon von Devon. Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt... Sie sieht heiß aus. Muss ich ja schon sagen. Zählt es auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon. Hm. Er ist eingeschüchtert, sieht man. Er guckt so auf den Boden, so auf verkrampft. Irgendwie. Was meint ihr? Also ich finde es jedenfalls so. Da ist das Auto. Nicht einsteigen? Nein? War mir ja klar. Ah, wie ich jetzt gerne Musik hören würde. Aber ich darf es nicht mit euch. Ich muss es alleine tun. Leider. Das ist nicht das Problem des Let's Plays, das ist das Problem allgemein, irgendwelche Spiele aufzunehmen und dann die Musik zu wiedergeben. Man muss seine eigene Musik reinbringen. Dann ist es genehmigt. So ein kleiner Mixery, den ganzen Let's Play so auf leise, so auf seriös, diskret und dann nebenbei noch so laut reden. Das wird so ein Mixery sein, muss ich sagen. Das wäre schon eine geile Sache. Ich würde sagen, das wäre mal ein Akt anzugehen. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare rein.
Musik im Let's Play bei bestimmten Spielen, du Hurensohn! Geh mal weg! Ich hab Vorfahrt! Penner! Scheiße! Ja, ich hab sie nicht gesehen. Aber rempelst mich an. Ich brauch ein Auto, man. Ein schickes. Das ist so oldschool. Und das hier ist so rennsportlich. Bam. Bombsteiger. Smart Wedge. Was hast du gesagt? Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Ich habe genug aufgenommen, denn ich will vielleicht heute einen kleinen Livestream starten. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr Bock drauf habt, weitere Livestreams zu verfolgen, geht mal auf meinen Twitch-Kanal. Den werde ich jetzt mal kurz beschreiben, wenn ich es hinbekomme und gebacken kriege. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hat es dir gefallen? Lass doch ein Däumchen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao, ciao.